Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Heute zeige ich euch meine dritte Idee zum Thema Trauerkarten-Themenwoche. Ich zeige euch erstmal meine erste Karte. Das ist diese Karte hier, die wir zusammen gebastelt haben. Ich verlinke euch das Video hier oben, wenn ihr gerne wissen wollt, wie man diese Karte bastelt. Und wir sind natürlich im Farbkonzept geblieben und haben dann noch diese Karte zusammengebastelt. Die ist auch sehr schön, finde ich, mit dem zweiten Schmetterling. Sieht innen so aus, ganz schlicht, mit einer bestickten Umrandung. Und die dritte Karte, die wir heute zusammenbasteln, wird so aussehen wie diese hier. Nur ein kleines bisschen anders, weil ich mit aktuellen Produkten arbeite. Also ich habe hier einen älteren Spruch verwendet, aber ansonsten... Genau, da guckt ihr einfach, was ihr habt. Den Spruch fand ich aber sehr schön, weil man den eben zwei teilen kann. Aber wir machen das jetzt mit einem neueren Stempelset zusammen. Okay, was ihr an Material braucht, habe ich hergerichtet. Und ich halte euch noch kurz die Bestellnummern, halte ich euch noch mal kurz ins Bild. Anthrazitgrau, Schiefergrau, Farbkarton, Pergament und Flüsterweiß habe ich benutzt. Und genau. Die Grundmaße der Karte sind einmal, das Anthrazitgrau hat 21 x 14 cm und das Gefalzt bei 10,5 cm. Also es wird eine ganz normale Klappkarte. Wir haben ja die erste Karte so nach oben klappend gehabt, also im Querformat. Und wir machen jetzt diese Art von dieser Karte. Nutzen also jede Art fast aus. Die falze ich mir mal kurz nach. Und dann habe ich ein Stück Flüsterweiß in dem Maß 13,5 x 10 cm für innen drinnen. Und den Rest machen wir einfach aus Resten in diesen drei Farben. Schiefergrau, Anthrazit und Flüsterweiß und Pergament. Genau, und dann legen wir jetzt gleich mal los. Wir fangen jetzt an mit Stempeln. Und ich wollte euch ein paar Beispiele geben für Stempelsets. Also ich habe in meinem Beispiel mit einem alten Stempelset mit dem perfekten Pärchen gearbeitet, falls ihr das noch im Schrank stehen habt. Das bietet sich das sehr gut an. Ihr könnt aber auch mit dem Set doppelt gemoppelt arbeiten, auch ein älteres. Hat auch schöne Sprüche, aufrichtige Anteilnahme und mögen wunderbare Erinnerungen in der schweren Zeit Kraft und Trost spenden. Und dann habe ich jetzt hier die neueren Stempelsets rausgesucht. Zauberhafte Grüße haben wir jetzt immer benutzt mit dem wunderschönen Spruch, dem Auge fern, dem Herzen nah. Dieses Stempelset für alle Zeit, das benutzen wir heute auf jeden Fall für den Zweig. Das hat diese Bestellnummer und wir nehmen den Zweig da unten, den großen. Und dann nehmen wir entweder das Set Trost und Kraft, finde ich auch noch sehr schön. Da habe ich die Bestellnummer noch gar nicht groß drauf geklebt, aber da sind auch schöne Sprüche drin. Hier kommt eine Umarmung aus Papier. Ich fühle mit dir und denke an dich. Oder wir nehmen heute das besondere Momente in tiefer Verbundenheit und wir sind mit den Gedanken und den Herzen bei dir. Und dem ganzen Herzen bei dir hat diese Bestellnummer. Also einfach so ein bisschen als Auswahl, dass ihr vielleicht guckt, was ihr zu Hause habt an Stempeln, mit was man gut arbeiten kann. Und dass da halt einfach was gut dazu passt. Ich nehme jetzt wieder als Stempelfarben Anthrazit Grau, diese Bestellnummer. Und stempeln wir jetzt zuerst mal in tiefer Verbundenheit auf. Das kommt nämlich vorne drauf auf unser Etikett, das wir uns nachher ausstanzen. Muss man nur gucken. Ich glaube, es ist ein bisschen schmaler, oder? Ist das gleich groß? Ist egal. Das stempel ich mir einmal ab. Machen wir es nochmal. Genau, das muss jetzt auch nicht gerade sein. Und dann auf meine Innenkarte kommt der Spruch, der sich quasi dem verbindet. Mit dem ganzen Herzen in Gedanken bei dir. Genau. So. Und dann stempel ich mir noch auf diesen tollen Zweig. Ich bin auch am Überlegen, ich glaube, ich mache das jetzt auch tatsächlich. Nee. Ich nehme jetzt Schiefergrau, so wie auf meiner Beispielkarte auch, also ein bisschen helleren Grauton. Und stempel mir hier noch mein Blattwerk so ab. Und so, und an Stanzformen nehme ich mir einmal die Stanzformen ewige Zweige und die bestickten Rahmen. Und werde die jetzt da so nach und nach ausstanzen. Also, ich stanze mir jetzt erstmal meinen Spruch aus. Also, dann nehme ich jetzt eine Größe, die gut um meinen Spruch außenrum passt.
Und dann stanze ich mir aus den ewigen Zweigen dieses Blattwerk hier aus. Das passt jetzt hier auf meiner Stanzmaschine nebeneinander. Und kurbel mir das einmal durch. Oh, ich bin verrutscht. Dann nehme ich eine Form größer vom Etikettrahmen. Stanze mir nochmal ein Etikett in Schiefergrau aus. Dann brauchen wir in Anthrazitgrau diesen Zweig von den ewigen Zweigen. Also ich nehme eigentlich ziemlich große Formen. Diesen hier und aus Pergament diesen hier. Und was ich dann noch ganz toll fand, ist, dass ich meinen Spruch hier unten noch mit diesem aus diesem Rahmen, da gibt es auch diesen geraden Stanzer. Und den versuche ich mir da schön gerade drauf zu machen und vorsichtig, ohne viel zu verrutschen, durchzukurbeln. Das wird jetzt spannend. Mal gucken. Ich zeige euch das gleich, was dann dabei rauskommt. So. Dann hat man nämlich hier unten noch so einen schönen Rand. Das macht sich einfach noch ganz gut. Okay, dann räume ich ein bisschen auf hier das Chaos. Beseitigen. Und ich habe noch eine Sache vergessen zu stempeln. Und zwar habe ich mir aus dem Stempelset Trost und Kraft noch diesen Hintergrundstempel rausgenommen. Weil den fand ich ganz cool. Da in den Hintergrund noch. Man kann auch was Verschnörkeltes nehmen, wenn einem das zu clean ist. Das ist, finde ich, schon ein cleaner Stempel. Und den stempel ich jetzt einfach noch in Anthrazitgrau hier drauf. Und zwar einmal so oben und einmal drehe ich mir den Stempel und stempel mir den noch hier unten hin. Dann hat man noch ein bisschen was im Hintergrund. Ich finde, es macht sich immer noch ganz gut und gibt dem Ganzen noch ein bisschen mehr Tiefe. Okay, dann sind wir aber mit Stempeln wirklich fertig und können unsere Karte schon zusammenbauen. Als erstes bauen wir uns jetzt einfach mal die Innenseite zusammen, weil dann ist das schon mal erledigt. Hier fliegt dann nicht mehr so viel rum. Also bei mir ist es gerade das totale Chaos. Gut, dass ihr nur einen kleinen Teil sehen könnt. Und dann klebe ich mal meine Innenseite hier an. Okay. Ich habe das ein bisschen schief da unten gemacht, aber es sieht irgendwie cool aus. Ist gar nicht so schlimm. In der Kamera sieht es gar nicht so schief aus. Vielleicht habe ich halt schon eine schiefe Optik. Ich nehme halt schon so viele Videos auf, ich bin ein bisschen durch. Ja. So. Und dann bauen wir uns eben noch den Vorderteil zusammen. Ich nehme jetzt einmal das in tiefer Verbundenheit und klebe mir das flach auf mein schiefer graues Element auf. Ihr seht jetzt auch den Unterschied gleich von den Rahmen. Durch das, dass hier die Schrift ein bisschen größer ist, sieht das gleich ein bisschen anders aus. Dann nehme ich mir einfach Dimensional, setze mir den in Hintergrund. Dann nehme ich drei Stück, dass es in der Mitte nicht so durchhängt. Und klebe mir das mittig auf. Und dann baue ich mir noch so ein bisschen meine Deko außenrum. Das mache ich einfach mit den Klebepunkten. Die klebe ich mir eigentlich immer auf die Vorderseite. Oder ist noch ein kleines Stanzelement drin? Raus, so. Und klebe mir das dann eigentlich direkt an mein Etikett an. Ich finde, da tut man sich ein bisschen leichter, weil sonst kann das ja sein, dass man da irgendwo hängen bleibt. Und so geht es mir jetzt hier auch. Mir ist das jetzt fast ein bisschen zu groß. Das kann ich mir aber kürzen, mein Zweig, weil unten drin ja noch der Kleber ist. Halt, da klebt er noch zusammen. Den schneide ich mir jetzt schön zurecht, dass er ein bisschen kleiner ist und baue mir den hier oben noch so hin. So, und das ist jetzt mein letztes Element und das forme ich mir noch so ein bisschen mit den Händen, dass es nicht ganz so steif ist oder nicht ganz so gerade.
Und das kommt relativ weit rein. Dann nehme ich jetzt ein bisschen Flüssigkleber. Der klebt nicht gleich fest. Und baue mir das relativ weit nach unten. So. Also es finde ich eine sehr moderne Karte. Aber der Stift ist sehr schön. Und ich mache jetzt hier draußen noch ein bisschen was hin. Ich habe ja auf die Karte einfach eine Perle gesetzt. Ihr seht jetzt hier mal den Unterschied mit den beiden Etiketten. Das macht, finde ich, schon ganz schön was aus, gell? Und irgendwie fehlt mir hier in der Ecke noch was. Ich bin mir aber auch nicht ganz sicher, ob mir das jetzt so gefällt. Mal gucken, wie das aussieht, wenn das auf dieser Seite ist. Und hier noch ein bisschen Glitzy hin, das hätte auch funktionieren. Wir hätten ja auch noch mal so ein bisschen was von dem Zweig. Manchmal kann man die Karten auch nicht genau gleich basteln. Manchmal müssen die ein bisschen anders sein, warum auch immer. Ist das zu viel? Nee, ich finde es so eigentlich ganz schön. Schauen wir mal, ob ich das so festkleben kann. Nee, das braucht noch mal ein Kleberchen. So. Noch ein bisschen rumtüdeln und dann geht das schon. So, ich brauche noch ein bisschen was. Ein bisschen was muss noch drauf auf die Karte. Ich bin jetzt am Überlegen, welche Steine ich nehme. Ob ich Perlen nehme, das würde gut passen. Glitzis würde auch gut passen. Oder meine Lieblingssteine, die würden auch ganz gut passen. Aber ich glaube, ich bleibe tatsächlich bei Perlen oder Glitzis. Ich finde jetzt Perlen eigentlich auch ganz schön. Ich gucke mir mal an, wie das mit Perlen aussieht. Ja, ich finde das so ganz cool. Ich finde, das ist echt eine tolle, irgendwie sehr moderne Karte geworden. Ich kann nicht genau sagen, warum das so ist. Ich nehme euch da jetzt mal noch ein bisschen näher hin. Aber die sieht ganz anders aus als die andere. Irgendwie. Obwohl ja fast das gleiche ist. Also ist ja fast gleich. Aber irgendwie finde die beide sehr schön. Aber ich habe das Gefühl, dass die irgendwie sehr modern ist. Ich weiß nicht warum. Aber ist vielleicht eine dann ganz tolle Idee für euch. Okay. Also, was sagt ihr? Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, die ganzen Ideen gefallen euch gut. Ich weiß nicht, ob mir noch was einfällt, ob ich noch eine weitere Karte aufnehme für diese Reihe oder wie viele Karten das immer werden oder wie die Reihe sich überhaupt entwickelt. Ich habe jetzt einfach gedacht, ich starte es mal und fand, dass Trauerkarten immer sehr wichtig sind. Das sind natürlich immer Karten, die man nicht so gerne bastelt, aber es sind Karten, die man natürlich auch braucht und vor allem, wo einem oft auch die Ideen fehlen, was man machen kann. Und jetzt habe ich gedacht, ich mache das so im gleichen Schema, vielleicht mit den gleichen Sprüchen und dann könnt ihr vielleicht die ein oder andere Karte nachbasteln und gut gebrauchen und passt vielleicht gerade als Idee für euch ganz gut. Ich zeige euch nochmal die anderen beiden kurz. Also die sind natürlich alle vom Farbkonzept und so ähnlich, aber irgendwie ist doch jede Karte ganz anders geworden. Und wenn ihr die anderen Karten sehen wollt, schaut natürlich gerne bei den Videos vorbei. Ansonsten sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert einfach meinen Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss!